Ja, grüß dich. Alles fresh? Heute ist Samstag, muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe Babydienst. Aber so ein, zwei Runden sollten eigentlich drin sein. Doch, doch, kriegen wir hin. Momentan ein bisschen auf und ab. Aber alles halb so wild. Kriegen wir alles schon hin. Bisschen stressig, aber. Ja, das ist übrigens auch ein sehr, sehr geiles Spiel zum Relaxen und einfach mal runterkommen, ne? Nicht so was Hektisches oder so, sondern halt mal stete Aufbausimulation. Und das macht mega Spaß, weil du dich hier echt ein bisschen austoben kannst. Oh, wir sind im Plus. Sehr schön. Nachfrage nach Industrie wächst. Es ist eigentlich eher sowas wie SimCity, falls sie das noch was sagt, früher für den PC. Aber wie ich finde, tausendmal geiler. Also du hast hier wesentlich mehr Möglichkeiten. Und es ist, glaube ich, auch die einzige Städteaufbausimulation für die Konsole. Du hast halt hier echt unsagbar viele Möglichkeiten. Jetzt zu Anfang müssen wir natürlich erstmal alles freischalten. Kannst aber auch sagen, von vornherein, du hast halt alles schon gleich wie hier Universität, Campus, Industrie, Spezialisierung. Das ist Parklife, da hast du dann halt entweder kannst du ja bauen, Freizeitpark, Zoo, Stadtpark. Okay, jetzt haben wir den ersten Meilenstein erreicht. Das heißt, wir müssen die Leute mit Gesundheitswesen, Bildung und Mülldeponienversorgung, beziehungsweise kann man auch Recycling Center nehmen, wenn man die Kohle dafür hat. So, die Leute sind aber noch nicht krank, deswegen brauchen wir auch noch keinen Arzt. Das sparen wir uns mal. Die Schule packen wir mal hier hin. Das ist eigentlich das Wichtigste. Sobald der Erste anfängt, krank zu werden. Ich glaube, es ist momentan sogar im Angebot. Musst du mal gucken. Also, die ganzen DLCs bekommst du halt mit einem Season Pass 1 oder 2 dazu. Müsst mal schauen, welche dir dazu sagen oder ob du sagst, ich nehme nur das Grundspiel. Ich kann es nur empfehlen, die ganzen DLCs mitzunehmen, weil du dann halt später auch wesentlich mehr Möglichkeiten mit den öffentlichen Transportmitteln hast, mit U-Bahn, größeren Bahnhöfen. Du wirst das sehen, also wenn du das hier verfolgst, ich werde versuchen, die Map, soweit es geht, richtig geil auszubauen. Und dann siehst du halt, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich kann es zum Entspannen echt wirklich nur empfehlen, das Spiel.
Ja, wobei du tatsächlich mit jedem, na nicht mit jedem, aber mit ganz vielen Meilensteinen bekommst du halt neue Gebiete freigeschaltet. Siehst du da oben, ganz oben, 2 Kilometer mal 2 Kilometer. Und du kannst halt insgesamt, das ist eine Kachel, und du kannst halt insgesamt 9 Kacheln haben. Also mit dem zusammen kannst du dir dann halt aussuchen, wo du halt erweitern möchtest. Das wird schon relativ groß. Aber man muss halt immer darauf achten, haben die alle Strom, haben die alle Wasser? Ist die Grundschule, ist die jetzt ausgelastet? Wenn die jetzt halt an die Kapazitäten grenzt von 300 Schülern, musst du halt neue kaufen, neue bauen. Und das kostet halt auch immer alles. Eine Schule kostet uns jetzt 160 Dollar die Woche. Da muss man aufpassen, dass man halt die Einnahmen und die Ausgaben so ein bisschen miteinander decken kann. Ja, wenn sie. Es wäre schon schön, wenn man mehr als 9 Kacheln hat. Oh, scheiße. Muss mal gerade schauen, wie ich das jetzt mit dem Müllproblem hier löse. Wenn man mehr als 9 Kacheln hat, dann macht die PlayStation das einfach nicht mit. Da sind zu viele Berechnungen. Das würde ich zustellen, ja klar. Und da fängt es an. Die ersten haben keinen Strom. Das heißt, gehen wir auf Strom. Dann siehst du auch oben links, wie viel wir erzeugen an Strom, wie viel wir verbrauchen. Und je dunkler diese Felder hier sind, umso mehr Strom produzierst du halt auch mit den Windrädern. Würde ich jetzt hier, würde ich 4 Megawatt machen, gehe ich weiter halt zum dunklen hin, wo es halt weniger ist, sind 7 Megawatt. Und dann sollten die auch verschwinden. Genau. Du bist halt am Anfang sehr eingeschränkt, was alles ein bisschen angeht, weil du siehst ja hier, ist dicht besiedelt, ist alles noch halt nicht freigeschaltet. Das kommt halt immer, wenn du einen neuen Meilenstein hast. Und das machst du halt mit Bevölkerung. Habe ich jetzt eine Bevölkerung von 900, kann ich Stadtviertel festlegen, Richtlinien. Dann fangen sie aber auch an mit den Dienstleistungen, wollen sie halt ein bisschen mehr haben. Sicherheit, Feuerwehr. Es gibt dann halt aber auch verschiedene Stile, wie du bauen kannst. Also es gibt zum Beispiel Gebäudestil europäisch, amerikanisch. Da kamen halt jetzt auch einige mit dazu noch mit den ganzen DLCs. Und dann kannst du halt deinen Stadtteil dann auch so, ja, herrichten, wie du haben willst. So, die verlangen nach Wohngebieten. Das schafft unsere Schule. Wir machen jetzt Gott sei Dank auch Plus. Finde ich ganz gut. Zum Anfang macht man eigentlich eher Minus, bis die ersten eingezogen sind und dann legt sich das. Gesundheitsdurchschnitt. Prozent. Ja, komm, machen wir es hier.
bevor wir den nächsten Meilenstein erreichen. Das Geile ist auch, ich bin ein Schönbauer. So wie es jetzt ist, bleibt es nicht. Es wird alles anders aussehen. Du kannst das wieder abreißen und dann neu machen, aber wir müssen halt erstmal ein bisschen Kohle scheffeln und ein bisschen was freischalten, damit ich das so machen kann, wie ich es mir vorstelle. Wobei das jetzt halt auch eine neue Map ist von Campus DLC. Die spiele ich jetzt zum ersten Mal. Aber so wie das aussieht, ich finde es von der Fläche her sehr geil. So zwei kleine Inseln oder zwei größere Inseln, besser gesagt. Da kann man ordentlich was draus machen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das alles hinhaue, aber wird schon. So. Geht auch was. So. Man kommt eigentlich auch nicht dran vorbei, um da neben aufzunehmen. Wenigstens das Kleine. Wieder das Stromproblem. Wir erzeugen zu wenig Strom. Ich möchte auch absolut nicht, dass es ein Kohlekraftwerk ist. Oh, nächster Meilenstein. Mit jedem Meilenstein erhält man aber auch Geld. Das ist ganz gut. Wobei sie verlangen halt auch wieder mehr. Jetzt müssen wir eine Oberschule bauen. Die da kostet 24.000. Wir machen 1.500 plus im Monat. Und die kostet uns 560. Ja, 1.500 plus in der Woche, glaube ich.
Nun gut, nützt nichts. Machen wir. Bauen wir hier hin. Jetzt fangen sie nämlich auch an mit Parks und Erholung und so einem ganzen Kram. Packen wir hier an der Grundschule mal einen kleinen Spielplatz. Dann sollten die jetzt gleich die Farbe wechseln, genau. So, jetzt wird's spannend. Obwohl, haben wir zu wenig Geld für. Na gut. Man kann die Straßen aber allerdings auch verbessern. Das ist jetzt eine einspurige Straße, eine kleine Straße. Zweispurig, also in eine Richtung, in eine andere Richtung. Die können wir sonst aber auch erweitern in eine vierspurige Straße. Ist aber ein bisschen größer und haut uns hier die Gewerbegebiete weg. Was ich eigentlich gerne machen würde, damit ich das hier erweitern kann. Noch ist das nicht notwendig. Der Verkehr läuft noch, alles gut. So, dann biegen wir die Straße ein bisschen. Weißt du was? Wir werden hier einen Park draus machen. Dann kann ich dir das mal zeigen. So. Und zwar, wenn du sagst, ich möchte einen Park bauen. Also selber bauen. Nicht sowas wie sowas freigestellt ist. Nimmst dir deinen Pinsel. Sagst, dass dieser Park sein. Kannst du dann aussuchen, was genau, Stadtpark, Freizeitpark, Zoo oder aber auch Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet
überlege ich tatsächlich, ob ich das da oben hin mache. Ich glaube, da ist auch nur so eine Burgruine. Das wird groß. Erstmal machen wir ihn hier. Und hier machen wir dann Eingang. Hier ein. Bild, Alter. Schön. Hier sind gar keine Arbeiter. Das geht ja schon wieder nicht mit dem Strom. Kosten uns zum Teil. Knapp 4000 haben wir gleich. Ja. Ja, es produziert hier maximal 7 Megawatt. Das würde uns 40 Megawatt kostet aber auch 560 Dollar die Woche. Kostet so 19.000. Nee, wir bleiben mal bei grüner Energie.
So, haben wir es denn jetzt? Wir haben gar kein Wasser. Natürlich haben sie es nicht. So, mit dem Park ist das so eine Sache. Damit kann man nämlich auch Kohle einnehmen. Und zwar kostet das dann alles Eintritt, wenn man da durchgehen möchte. Aber dafür hat man dann halt auch einen Kaffee und solche Geschichten. Fällt mir eigentlich nicht mit der Ecke. Das ist nicht schön. Mein Zaun weg hier. So. Dann machen wir das hier. Dann machen wir das hier. Und dann biegen wir den. Natürlich nicht. Naja, okay. Aber es hat's voll. So, jetzt haben wir hier verschiedene Sachen, wie zum Beispiel den Platz im Park. Ist das ein Brecher? Na gut. Gibt's
wahrscheinlich aber auch nur eine Möglichkeit, wo das hin kann, und das ist hier. Dann haben wir einmal das Pack Kaffee. Das packen wir dann hier mal an die andere Seite. Kommt das hier hin, ohne dass ich den Zaun wegmache? Würde hinpassen. Ganz wichtig, die Toiletten. Kommt gegenüber. Infostand brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Haben wir hier nur noch Platz, um das ein bisschen zu erweitern. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, ist Park ohne Bäume ist kein Park. Baum mit Blätter 2. Ich verstehe das nicht mit dieser. Dass sie das nicht. Guck mal, wenn man die Größe ändert, ne? Ich habe jetzt hier so einen riesen Kreis und er macht hier so wenig Bäume hin. Wenn ich ihn kleiner mache, kein Problem, haut er mir hier einen ganzen Wald hin. Aber mache ich den Kreis größer, dann. Ist egal. Und mein Favorit. Du siehst, hier gehen auch schon einige Leute durch den Park durch. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Da los. Daran sollte man natürlich auch denken, das Budget fürs Wasser wieder hochzujagen. So, und schon haben die wieder Wasser. Ich finde, der Park sieht gut aus. Ist ein kleiner Park, ich weiß, aber ist ja auch erst der Anfang. So, inzwischen haben wir aber auch genug Geld, um hier sorglos nochmal 1-2 Windräder hinzupacken. Beziehungsweise würde ich, glaube ich, hier sogar eins hinpacken, weil. Jetzt inzwischen nur noch mindestens maximal 6 Megawatt hier machbar ist pro Windrad. Deswegen machen wir das mal auf die andere Seite. Die Nachfrage nach Industriegebiet wächst. Aber wir nehmen Geld ein mit dem Park. Jetzt schon, ist doch gut. Finde ich gut. Kann man sogar ein bisschen heller.
Nee, lass mir. Auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder kann man halt auswählen, was man hier jetzt markiert haben möchte als Industrie- oder Gewerbegebiet. Kann das aber auch ändern, indem man sagt, ich möchte hier das ganze Gebiet füllen. Dann macht man den ganzen Block voll. Oder man hat auch Pinsel. Klein, mittel, groß. Hält man X gedrückt und er macht hier alles. Das ganze Gebiet, was man dann halt markieren möchte. Zum Beispiel. So, wir lassen nochmal laufen, damit wir noch ein bisschen Kohle sammeln und würden uns dann in Richtung hier so bewegen. Ich überlege echt. Ich glaube, so den größten Teil der Stadt hätte ich hier gerne auf dieser Seite, weil hier auch die Zuganbindungen sind. Das erste, was ich glaube ich machen werde hier, kaufen wir das Stück dazu. Das gefällt mir eigentlich richtig gut mit der Autobahn und den Gleisen. Oh, das haben wir schon hingekriegt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich die Autobahn so lassen werde. Entweder erhöht oder... ob ich den vielleicht versinke? Ich habe keinen Plan, ob wie ich das jetzt hier in Zukunft machen werde. Ich werde es sehen. Wäre jetzt auch erstmal so der Anfang. Wir sind jetzt bei 2.382 Einwohnern, machen plus von 2.700. Nachfrage an Industrie, damit beschäftige ich mich jetzt im nächsten Video. Wie gesagt, es bleibt hier auch nichts so. Oh, Meilenstein erreicht. Schön. Es wird hier nichts so bleiben, wie es jetzt ist. Das wird alles geändert. Was ich gerne hätte, ist auf jeden Fall eine europäische Altstadt. Ich glaube, da, auf der Seite der Insel. Und zwar mit Universität. Ich hätte gerne ein Zoo. Ich glaube, die mache ich auch auf so eine Insel rauf hier. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass die Seite hier für Tourismus und dicht besiedelten Wohn- und Gewerbegebieten ist. IT-Cluster haben wir dann auch. Die werden auch relativ hoch sein, die Gebäude. Ich glaube, die Autobahn werde ich versinken. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall alles in den nächsten Episoden noch kommen. Wenn man sich das Video anguckt, ist mir mal eingefallen, kann ich eigentlich auch machen. Hinterlasst einen Kommentar, ein Like und sagt mir mal, ob ich vielleicht einen Stadtteil, eine Straße, ein Gebiet oder ein Park nach euch benennen soll. Das ist ja nämlich auch alles machbar. Da haben wir es. Pinienwiesen finde ich jetzt nicht so prickelnd.
Die Stadt heißt übrigens St. Maria. Maria nach meiner Tochter. Ja, und das war es dann erstmal für den Anfang.